Alex, oft geht es bei Bildern ja auch hauptsächlich um den Bildaufbau. Ja, ich würde mal sagen, ist ganz wichtig, oder? Das ist das A und O, denke ich, bei einem Bild. Warum funktioniert ein Bild? Warum funktioniert ein anderes nicht? Ich denke, Begriffe wie Schärfe, Brennweite, Symmetrie, Nicht-Symmetrie, das sind so die Sachen, die ein Bild ausmachen, oder? Hast du das eigentlich schon von Anfang an im Kopf? Bei den meisten Bildern ja. Also ich bin jemand, ich entscheide es spontan je nach Bild. Ich breche auch mal ganz gerne Regeln. Es gibt ja so Regeln wie nie ein Motiv mittig setzen. Mache ich aber ganz oft, weil es einfach nur mittig funktioniert. Zum Beispiel der Wiesmann hier, das ist ein Bild, das funktioniert nur mittig. Das Auto muss ich so mittig fotografieren. Ansonsten wird für mich das Bild nicht funktionieren. Aber das ist wirklich was, ja, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Du hast ja auch deine bevorzugte Brennweite zum Beispiel, mit denen du arbeitest, ne? Ja, ich bin eher der Panoramatyp, sagen wir es mal so. Also ich gehe gerne auf den Weitwinkel raus und fotografiere so zwischen 24 bis 35 Millimeter so rum, einfach um viel rauf zu bekommen. Aber muss dann auch viel abdecken im Bild. Das heißt, ich brauche viel Hintergrund. Oder sagen wir so, das Model muss sehr nah vorne stehen, dass es auch viel im Bild abdeckt, weil es bringt nichts, Panoramabild zu machen und das Model ist nur so klein, wenn man es in Szene setzen möchte. Also dadurch, dass du so nah dran bist, wirken die natürlich extrem präsent, aber natürlich auch leicht verzerrt. Das heißt, das kannst du auch wieder nicht bei jedem Bild machen, ne? Nein, ich habe ja ganz gerne diese Charakterporträts. Also ich fotografiere gerne Leute mit richtigen Fratzen und schaue einfach, dass sie sehr skurril wirken. Und durch diese Weitwinkelperspektive werden die Nasen größer, die Augen werden größer. Also man schaut einfach quasi in die Linse rein. Man ist sehr, sehr nah dran, aber man sieht auch, wie viel Hintergrund da doch dabei ist. Also da muss relativ viel abgedeckt werden. Ja? Und dann kommt es eigentlich noch auf den Winkel drauf an. Wie hoch bin ich? Schaue ich gerade in die Kamera? Komme ich von oben, von unten? Perspektive ist extrem wichtig bei so einem Bild. Und es gibt manche Bilder, die funktionieren einfach nur, wenn du sie von unten fotografierst. Die Levitation-Motive, das ist ein Bild, das funktioniert nur, wenn du es von unten fotografierst. Ja, aber warum? Ich bin der Meinung, wahrscheinlich hauptsächlich wegen diesen Linien. Siehst du die Linien überall? Also ich habe so eine Linienführung durchs ganze Bild, weil diese ganzen Säulen hier eben so dominant stehen. Und ich möchte ja vor allem auch dem Model Platz zum Fliegen geben. Also ich brauche unten auf jeden Fall viel, viel Platz, dass der Zuseher da auch sieht, die schwebt. Die steht einfach nicht im Raum. Wer das von oben fotografiert, wird es überhaupt nicht wirken zum Beispiel. Ja? Nee, glaube ich bei dem Motiv auch. Also ja. Da brauchst du definitiv Platz. Und dieser Leerraum, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eigentlich aber auch ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel. Also wenn du jetzt das Bild zum Beispiel anschaust, ganz anders, ist einfach jetzt ein gerader Schnitt, funktioniert hier aber auch der Bildaufbau auf Augenhöhe. Aber du hast auch wieder eine Linie in Form von einer Baumreihe, die sich in die Tiefe wiederholt. Und auch hier bleibt einfach dieser Leerraum, der einfach eine unscharfe Masse ist. Trotzdem ist er für das Bild extrem wichtig, weil einfach dann der Blick des Models, der so in die Leere geht, ja, das ist der Grund, warum das Bildmotiv funktioniert. Man muss also nicht immer extreme Perspektiven machen, sondern man muss also diese Perspektive je nach Motiv auswählen, ne? Wie bei deinem anderen Bild, das du mir vorhin gezeigt hast. Ich habe hier noch eins, genau. Das Bild ist zum Beispiel auch ein Levitation-Bild, aber es funktioniert von dem Blickwinkel, dass ich eigentlich gerade auf das Model fotografiere. Ja? Wahrscheinlich auch wegen dem Spiegel unten, ne? Eben, da sind ein paar Aspekte jetzt in dem Bild drinnen, die ich beachten wollte oder die ich beachtet habe. Die Gläser oben und die Flaschen zum Beispiel. Und ich habe auch diese gerade Kante, die das Bild mir nochmal schneidet. Das Model liegt jetzt aber auch flach, schwebt nicht nach oben. Hier funktioniert es, ja. Dann ist die Frage, Drittelregel ja oder nein zum Beispiel. Ganz viele sagen, ich wende es unterbewusst an. Machst du das auch zum Beispiel? Goldener Schnitt? Also goldener Schnitt mache ich schon relativ häufig, meistens noch nicht zwingend beim Fotografieren, da mache ich ein bisschen nach Gefühl. Ich bin beim Fotografieren wirklich mehr der Gefühlsmensch, nicht so sehr der Mathematiker, aber ganz häufig mache ich dann in der Bildbearbeitung so, da gibt ja, wenn man das Zuschneiden-Tool sich anschaut, da kann man ja sich die Drittelregel einblenden lassen und dann mache ich es schon häufig so, dass ich das Model dann wirklich auf 2/3 setze, um hier diese Gestaltungsregel, die durchaus Sinn macht, einzuhalten. Dazu gibt es übrigens noch einen kleinen Tipp zu verraten. Auf jeden Fall ein bisschen mehr immer vom Bild fotografieren. Es kann nämlich durchaus sein, dass man es dann einfach zuschneiden möchte in Photoshop und dann hat man ein bisschen Spielraum. Also dann kann man das Model auch ohne weiteres in den goldenen Schnitt eben reinschneiden. Ja? Genau. Aber beim Schneiden immer aufpassen. Ja, das ist ein ganz großer Fehler, den man oft sieht, wenn man so online sich Bilder anschaut. Also wenn man was macht, muss man es richtig machen, muss es bewusst machen. Und das heißt, wenn ich beschneide, dann richtig beschneiden. Das heißt zum Beispiel bei einem Model wirklich durch die Stirn schneiden, um das Porträt intensiv zu gestalten. Nicht oben nur so den Haaransatz wegschneiden, sondern einfach wirklich deutliche Schnitte machen. Nicht nur einen kleinen Finger oder den Haaransatz wegmachen. Ne? Wie hast du es jetzt eigentlich so mit Linien im Bild? Arbeitest du viel mit Linien?
ist ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel, bin ich der Meinung. Wir haben es ja bei dem ersten Levitation-Motiv schon gesehen oder hier bei dem Bild. Das ist natürlich eine ganz klare Dominanz im Bild durch dieses, durch diese, diesen Mittelstreifen auf der Landstraße. Da ist natürlich das ein ganz, ganz tolles Stilmittel, um auch so eine Tiefe in dem Bild zu generieren. Generell ist diese Brennweite, Perspektive, Linien ist ein ganz wichtiges Stilmittel, um auch Dimensionen in dem Bild darzustellen. Ne? Das heißt, bei dem Bild, da zwingst du den Betrachter eigentlich richtig, diesen Weg entlang zu gehen, bis er einmal beim Model ankommt, genau. Oder? Also du leitest den quasi durch das ganze Bild. Die Linie durch. Vorne führt quasi direkt zum Model hin. Und obwohl das Model jetzt gar nicht so wahnsinnig groß in dem Set zu sehen ist, für eine Ganzkörperaufnahme nimmt es ja noch nicht mal ein Drittel von dem ganzen Bild ein, ist es trotzdem extrem dominant, weil du schaust sofort quasi auf diese Stelle. Was war das für Brennweite? Das war eine 35 mm Optik. Also noch gar nicht so extrem brennweitig, aber da kommt eben beides zusammen, Brennweite plus Perspektive. Sprich, die Kamera lag genau auf dem Asphalt, also ja. Ich hing so hier wirklich auf der Landstraße und deswegen funktioniert das Bild. Das ist Kombination Brennweite und Perspektive in dem Fall. Ich nutze die Perspektive ganz häufig einfach, damit ich zeigen kann, habe ich ein dominantes Model? Will ich ein dominantes Bild, einen dominanten Bildaufbau oder eher so ein Unterwürfing? Also Vorperspektive, wenn ich unten bin und nach oben sehe, wirkt das Model natürlich sehr dominant, weil es von oben noch herab sieht. Ja? Klar. Das Ganze kann man auch umdrehen. Also ich weiß nicht, du arbeitest, glaube ich, auch recht viel mit schief oben zum Beispiel, schräg unten. Ich habe das Bild von Franzi im Fahrstuhl zum Beispiel. Genau, auch ein Bild. Sie wirkt tough, sie wirkt dominant, also muss ich auch hier wieder auf den Fußboden gehen und von unten mit einer kurzen Brennweite fotografieren. Mache ich nicht so häufig, aber wenn es zum Bild passt, ist es ein absolutes Muss. Das Bild würde nicht funktionieren, wenn ich normal gerade Augenhöhe fotografieren würde, würde das Bild langweilig aussehen. Deswegen, also die Brennweite ist da ganz, ganz entscheidend, wenn man eben was im Bild darstellen will. Ich nutze das sehr häufig auch die Blende. Also ich schaue wirklich, dass der Hintergrund komplett unscharf ist. Wo man ein Model nur die Augen zum Beispiel scharf sind. Blende 1,2 zum Beispiel oder 1,4, wenn man so eine Optik hat. Aber da kann man sehr, sehr viel spielen. Und vor allem, da kann es im Hintergrund dann wirklich zugehen, wie wild. Da kann der Kirmes dahinter stehen, ist ganz kein Problem. Da trauen sich viele nicht ran, selbst wenn sie das Objektiv haben, weil sie denken, alles unscharf. Man hat natürlich mehr Ausschuss, wenn man mit ganz offener Blende fotografiert. Aber ich bin ein absoluter Fan der offenen Blende. Also wenn man meine Fashionbilder anschaut, ich arbeite fast immer, also bei meinem 85er mit Blende 1,8, 1,6 oder bei den längeren Brennweiten auch mit der 2,8 so ungefähr, um wirklich komplett unscharfe Bereiche ins Bild reinzukriegen. Und das ist auch ein wichtiges Stilmittel, denn durch diese Unschärfe im Bild wird der Blick des Betrachters unwillkürlich auf das scharfe Element, das sind bei den Porträts ja logischerweise immer die Augen, gezogen. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel meiner Art zu fotografieren, also ist immer ganz viel ganz unscharf. Traust du dich eher auf Hochformat oder auf Querformat? Ich muss sagen, ich bin eher der Querformat-Typ. Ich mag Panorama. Also es kommt auf Facebook immer viel besser. Ja, gut. Okay, ich fotografiere jetzt nicht zwingend nur für Facebook im Querformat. Bin ich ehrlich gesagt, habe ich keine Vorliebe. Also ist bei mir auch stark motivabhängig, welches Bild, klar, im Porträtbereich ist es ganz häufig ein Hochformat, aber ich muss sagen, was ich auch sehr gerne mag, ist dann einfach mal zu brechen und zu sagen, ich mache ein Querformat-Porträt. Genau. Nämlich auch hier hingehen, eng beschneiden, Model auf ein Drittel setzen und ein Querformat-Porträt machen, finde ich viel, viel spannender oft als dieses klassische Passbild-Hochformat-Porträt. Deswegen. Also in Summe gäbe viele Regeln, aber sagt es doch einfach, es sind irgendwie Möglichkeiten, nennen wir es doch einfach so. Nutzt die, wie ihr sie braucht und spielt euch ein bisschen rum. Genau. Damit, oder? Ganz wichtig, einfach wirklich probiert Sachen aus, stellt euch nicht einfach nur hin und fotografiert, sondern legt euch mal auf den Fußboden, steigt mal auf eine Leiter, probiert verschiedene Brennweiten, verschiedene Perspektiven aus, so lange, bis ihr wirklich das optimale Setting für das Bild gefunden habt. Ne? Viel Arbeit vor, huh?